Sonden. Wir gingen dann langsam zum Sonnen und schon so. Ganz verrückte Sachen. Weißt du, die können die bremsen, dann geben die es wieder auseinander. Weil dann spreizt es selber wieder, dann bremst du ihn nach Gewicht, können sie die dann einstellen, wie schnell das da oben geht. Bei 3,5, wenn wir machen jetzt, was gibt es länger? Wir müssen im Jahr einmal sieben machen. Ja, ist schon. Dann haben wir jetzt. Aber Schneekanonen über Schneekanonen, ja. Ja, ist ja klar. Ja, aber der siehst du, dass selbst da herum ohne Kanone nicht mehr geht? Nein. Geht nicht mehr. Ja. Ja. Früher bist du unter Sofa im Schnee. Ja, früher. Vor 20 Jahren noch. Ja, dann ist es doch schon immer so ein Schatten an. Die haben was Ersatz da, wenn sie das brauchen, irgendwas, das gleich hilft ihnen. Du bist aber ein Stück schwer. Ich reite auf den Schneekanon noch hin. Mhm. Aber es geht die Wasser aus, Junge. Hm? Hast du die Wasser da hin, Junge? Ja, warte schon. Dann legst du da, wo der Bunker ist, siehst du, dann ist ja ein großes. Ja, haben sogar Speicher angelegt. Ja, das ist die Speicher. Ja, aber die halten nicht lang her. Die Speicher. Jo, die halten schon her. Ja. Gehen es auch nicht den ganzen Winter, wenn es zwischendurch nichts bringt. Ja, den ganzen Winter wollte ich nicht, ja. Schwammerl gibt es, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja. Okay, das waren lauter giftige. Nein, da gibt es überhaupt Fischfaser nicht. Und da möchte ich aber nicht spazieren. Das ist aber als Deutscher bloß jeden Kilo. Nein, nein. Und in der Steiermark haben wir ja jeden natürlich Grotendog. Grotendog, ja. Erst dünner Schwammerl. Ja. Als Deutscher. Ja. Ja, die haben sie, Entschuldigung. Nein, halt jetzt nicht. Du, die haben sie Kofferraum. Ja, mein Schwung ist aber so, für eine Kiste bei sich. Wir sind früher mit dem Strich 8 aus Österreich auf Tirol gefahren. Da haben wir den Kofferraumdeckel nicht mehr zugebracht von lauter Storpitz. Und der Strich 8 hat wirklich einen Riesenkofferraum. Mein Schwung hat wirklich Kisten bei sich gefahren. Haben sie aber zweimal erwischt auch. In dem Gelände. Der Klopf hat, weißt du schon. Mhm. Und dann haben wir einen Handwaren erwischt, oder? Ja. Oder die Hälfte angeben müssen. Das sind so die typischen Stellen, wo es gut wachsen. Storpitz. Weil es zu einer kommt, weißt du? Ein bisschen Bodenbewuchs. Ich mich schon. Ich bin am am Freitag, hat mich einer versetzt, bin ich so eineinhalb Stunden später gekommen. Ja, war ich im Fürstenzell. Ja. Dann habe ich gesagt, was tust du? Das Steck schaut sich da vor, so was. Was tust du jetzt da? Ach, haben wir gedacht. Geh schon ins Holz ein, weißt du? Ja, da fast. Den Kerbel habe ich auch mit dabei im Auto um die Jahreszeit. Hat der gefunden? Du hast den Kerbel aber ich sehe, dass du überhaupt nichts gesehen hast. Ich habe auch gefunden, aber nicht so frei. Wenn du am Rande rutscht. Oh, der hat den Strick gemacht. Wenn du alt fest bist, dann bist du noch gekodelt. Wenn du am Rande rutscht, dann. Soll ich mal auf den Boden keiner wandern? Wo ich von dir nicht wandern mag. Aber wandern ist ja dann Maschine. Ja, jetzt haben wir einen Knäckel. Und dann kannst du eh wandern. Nein. Beim Fahren bist du schnell unten. 7 Kilometer ist schon ganz schön gesteckt. Viertelstunde, glaube ich, oder so. Nein, 20 Minuten fast, hat er gesagt. Ja. Fährst du echt schnell noch ein bisschen länger, weil du musst warten, bis der Hubschrauber kommt. Ja. Du musst Puls abgeben, weil du das Karten nehmen. Oder du fährst.